Sobald wir aus dem Haus treten, wird mir klar, dass wir ein Auto brauchen. Und da mir mehr an Geschwindigkeit gelegen ist als an Komfort, besonders nachdem ich gesehen habe, wie die Zwillinge sich aneinander klammern, während sie wachsam um sich blicken, manifestiere ich etwas, das uns schnell ans Ziel bringen wird. Romy weise ich an, sich auf Rannys Schoß zu setzen, während ich Platz nehme, aufs Gaspedal trete und uns mit erstaunlichem Geschick durch die Straßen navigiere. Die Zwillinge hängen unterdessen praktisch aus dem Fenster und starren alles, woran wir vorbeikommen, mit offenem Mund an. »Wart ihr die ganze Zeit drinnen?« Ich werfe ihnen einen raschen Blick zu. Noch nie habe ich erlebt, dass jemand so auf die Schönheit von Laguna Beach reagiert. Sie nicken, ohne ein einziges Mal den Blick abzuwenden, und zappeln auf ihrem Sitz herum, als ich vor dem Tor halte und dem uniformierten Wachmann gestatte, sie durchs Fenster zu mustern, bevor er uns einlässt. »Wo bringst du uns hin?« Rani beäugte mich misstrauisch. »Was soll das denn mit den Wachen und dem Riesentor? Ist das hier so eine Art Gefängnis?« Ich fahre den Hügel hinauf und schaue kurz zu ihr hinüber, während ich antworte, »Gibt es denn im Sommerland keine bewachten Wohnviertel?« Zwar habe ich noch nie eines gesehen, aber schließlich habe ich ja nicht schon die letzten 3 Jahrhunderte dort gelebt wie die beiden. Mit weit aufgerissenen Augen schütteln sie den Kopf, ganz offensichtlich verunsichert. »Keine Angst. Ich biege in Damons Straße ein und dann in seine Auffahrt. Das ist kein Gefängnis. Dafür sind die Tore nicht gedacht. Die sind mehr dafür da, damit Leute draußen bleiben.« »Und warum wollt ihr denn, dass die Leute draußen bleiben?« Zwei kindliche Stimmen verschmelzen zu einer. Ich habe keine Ahnung, was ich darauf antworten soll. Schließlich bin ich selbst auch nicht so aufgewachsen. Alle Wohngebiete in meiner alten Gegend waren frei zugänglich. »Ich denke, das ist, damit die Leute...« »Ich will eigentlich sicher sind«, sagen, aber das trifft es auch nicht ganz. »Egal. Ich schüttle den Kopf. Wenn ihr hier wohnen wollt, dann gewöhnt euch lieber daran. Das ist so ziemlich alles.« »Aber wir werden doch gar nicht hier wohnen«, wendet Rani ein. »Du hast gesagt, das hier ist nur eine Übergangslösung, bis du eine Möglichkeit findest, uns zurückzubringen. Weißt du noch?« Ich atme tief durch und fasse das Lenkrad fester. Denke daran, wie verängstigt sie sein muss, ganz egal, wie trotzig sie sich gibt. »Natürlich ist das nur eine Übergangslösung.« Ich nicke und ringe mir ein Lächeln ab. »Oder zumindest sollte es lieber eine sein, weil nämlich sonst jemand echt sauer sein wird.« Ich steige aus und bedeutete ihnen, mir zu folgen. »Seid ihr bereit, euch euer neues Übergangszuhause anzusehen?« Ich strebe auf die Tür zu und bleibe direkt davor stehen. Die beiden halten sich dicht hinter mir, während ich überlege, ob ich anklopfen und warten soll, bis Damon öffnet. Oder soll ich einfach hineingehen, da er wahrscheinlich schläft? Und gerade wollte ich Letzteres tun, als Damon die Tür aufschwingt, einen einzigen Blick auf mich wirft und fragt, »Bist du okay?« Ich lächele und hänge eine telepathische Botschaft an das Lächeln. »Bevor du etwas sagst, irgendetwas, versuch einfach ruhig zu bleiben und gib mir eine Chance, alles zu erklären.« Seine Augen blicken fragend und voller Neugier, als ich sage, »Dürfen wir reinkommen?« Er tritt zur Seite und seine Augen werden vor Schreck riesengroß, als Rani und Romy hinter mir zum Vorschein kommen und geradewegs in ihn hineinrennen. Dünne Ärmchen schlingen sich um seine Taille und die beiden schauen hingebungsvoll zu ihm auf. »Damon!« quietschen sie. »Du bist es! Du bist es wirklich!« Und so nett diese kleine Wiedersehensfeier auch ist, kann ich doch nicht umhin zu bemerken, dass ihre Reaktion auf ihn mit all dieser Liebe und Freude mehr oder weniger das krasse Gegenteil zu dem ist, wie sie mir begegnen. »Hey!« Damon zaust ihnen lächelnd das Haar und beugt sich hinunter, um beiden einen Kuss auf die Stirn zu drücken. »Wie lange ist das jetzt her?« Blinzelnd macht er sich von ihnen los. »Letzte Woche«, erwidert Rani, und auf ihrem Gesicht zeigt sich eine absolute Verehrung. »Kurz bevor Eva ihr Blut in das Gegengift gemischt und alles vermasselt hat.« »Rani!« Romy blickt hastig von ihrer Schwester zu mir und schüttelt den Kopf. Doch ich gehe nicht darauf ein. »Ich meine davor.« Mit zusammengekniffenen Augen blickt Damon in die Ferne und versucht sich an das Datum zu erinnern.
Sie sehen ihn an und in ihren Augen liegt ein verschmitztes Funkeln. Das war vor etwa mehr als 6 Jahren, als Eva 10 war. Mir blieb der Mund offen stehen, als Damon lacht. Ach ja, und euch beiden habe ich dafür zu danken, dass ihr mir geholfen habt, sie zu finden. Und da ihr ja wisst, wie viel sie mir bedeutet, bin ich wirklich froh, dass ihr so nett zu ihr seid. Das ist doch nicht zu viel verlangt, oder? Er stupst Riney unters Kinn, woraufhin sie lächelt, während sich ihre Wangen leuchtend rosa färben. Also, wie komme ich zu dieser unglaublichen Ehre? Er führt uns in das noch immer leere Wohnzimmer. Wieder mit meinen lange verschollenen Freunden vereint zu sein, die, wie ich vielleicht hinzufügen darf, nicht einen Tag älter geworden sind, seit wir uns zum ersten Mal begegnet sind. Die beiden sehen sich an und kichern. Ganz offensichtlich sind sie von allem, was er sagt, völlig hingerissen. Und ehe ich mir eine Antwort ausdenke, die richtigen Worte finden kann, um ihm das Ganze schonend beizubringen und ihn langsam an die Vorstellung zu gewöhnen, dass sie bei ihm bleiben, wechseln sie einen Blick und trompeten. Eva hat gesagt, wir können bei dir wohnen. Damon schaut rasch zu mir herüber. Das Lächeln klebt noch immer auf seinem Gesicht, während sich ein Ausdruck nackten Entsetzens in seine Augen schleicht. Als Übergangslösung, setze ich hinzu, fange seinen Blick auf und lasse ein Trommelfeuer aus telepathischen roten Tulpen auf ihn los. Nur bis ich eine Möglichkeit finde, wie ich sie wieder ins Sommerland schaffen kann, oder bis ihre Magie zurückkehrt, je nachdem, was zuerst passiert. Wieder hänge ich eine Mentalbotschaft an. Du hast doch gesagt, du willst dein Karma aufpolieren, als Wiedergutmachung für deine Vergangenheit. Weißt du noch? Also, was gibt's da Besseres, als jemandem zu helfen, der in Not ist? Und so kannst du auch das Haus behalten, weil du Platz brauchen wirst. Das ist doch die ideale Lösung. Jeder hat etwas davon. Ich nicke und lächle so eifrig, dass ich aussehe wie ein Wackeldackel. Damon sieht zuerst mich und dann die Zwillinge an und schüttelt lachend den Kopf. Natürlich könnt ihr hier bleiben, solange es notwendig ist. Also, wie wär's? Gehen wir nach oben, damit ihr euch eure Zimmer aussuchen könnt? Ich seufze. Mein perfekter Freund erweist sich also sogar noch perfekter. Dann folge ich ihm, als die Zwillinge die Treppe hinaufstürmen. Fröhlich, kichernd, völlig verändert, seit sie in Damons Obhut sind. »Können wir dieses Zimmer haben?« wollen sie wissen. Ihre Augen leuchten, als sie in der Tür von Damons ganz besonderem Zimmer stehen, in dem noch immer seine Sachen fehlen. »Nein!« wehre ich zu schnell ab und zucke zurück, als die beiden sich umdrehen und mich mit schmalen Augen böse anfunkeln. Doch obwohl ich wegen des negativen Beginns ein schlechtes Gewissen habe, bin ich fest entschlossen, diesen Raum wieder in seinen ursprünglichen Zustand zu versetzen. Und das geht auf gar keinen Fall, wenn sie darin kampieren. »Das ist schon vergeben«, füge ich hinzu und weiß, dass das die Abfuhr nicht im Mindesten mildert. »Aber es gibt noch jede Menge andere Zimmer. Das Haus ist riesig. Ihr werdet sehen. Es gibt sogar einen Swimmingpool.« Romy und Riney werfen sich einen raschen Blick zu, ehe sie weiter den Flur hinuntermarschieren, die Köpfe zusammengesteckt und leise miteinander flüstern. Sie machen sich gar nicht die Mühe, ihren Ärger über mich zu verbergen. Du hättest es ihnen doch ruhig lassen können, denkt Damon, nahe genug, um einen elektrischen Schlag durch meine Adern fahren zu lassen. Ich schüttle den Kopf und gehe stumm neben ihm her, während ich telepathisch erwidere, ich möchte dieses Zimmer wieder mit deinen Sachen gefüllt sehen, auch wenn sie dir nichts mehr bedeuten. Mir bedeuten seine Menge. Du kannst die Vergangenheit nicht einfach wegwerfen. Du kannst den Dingen, die dich definiert haben, nicht den Rücken kehren. Er bleibt stehen und wendet sich mir zu. Eva, wir werden nicht durch unsere Habseligkeit definiert. Nicht durch die Kleider, die wir tragen, die Autos, die wir fahren, die Kunst, die wir anschaffen. Nicht, wo wir leben, definiert uns, sondern wie wir leben. Sein Blick bohrt sich in den meinen, während er mich telepathisch in die Arme nimmt und die Wirkung so echt erscheint, dass es mir den Atem verschlägt. Es ist unser Handeln, an das man sich erinnert, lange nachdem wir dahin sind, setzt er hinzu und streichelt mir übers Haar, während seine Lippen telepathisch die meinen finden. Stimmt.
Lächelnd schmücke ich das Bild, das er erschaffen hat, mit Tulpen und Sonnenuntergängen und Regenbogen und Puttenfiguren und alle möglichen romantischen Klischees aus, so dass wir beide lachen müssen. Nur, dass wir unsterblich sind, füge ich hinzu, fest entschlossen, ihn auf meine Seite zu ziehen. Und das heißt, dass nichts von allem wirklich für uns gilt. Wenn wir das also bedenken, dann können wir vielleicht einfach... Doch ich komme nicht dazu, zu Ende zu denken, weil die Zwillinge nach uns rufen. »Das Zimmer hier!« schreien sie. »Das will ich haben!« Da die Zwillinge so daran gewöhnt sind, zusammen zu sein, war ich sicher, dass sie in einem Zimmer wohnen wollen. Vielleicht sogar mit Stockbetten oder dergleichen. Doch sobald sie sahen, wie groß das nächste Zimmer ist und dann das übernächste, steckten beide sofort ohne Zögern ihr eigenes Revier ab. Die nächsten paar Stunden verbrachten sie damit, Damon um mich anzuweisen, die Zimmer haargenau ihren Wünschen entsprechend einzurichten. Wir sollten Betten manifestieren. Verlangten sie Kommoden und Regale, nur um es sich gleich wieder anders zu überlegen, uns die Räume leeren und wieder von vorn anfangen zu lassen. Doch solange Damon seine Magie anwendete, beschwerte ich mich nicht. Ich war viel zu erleichtert, ihn wieder manifestieren zu sehen, selbst wenn er sich weigerte, irgendetwas für sich zu erschaffen. Als wir fertig waren, ging allmählich die Sonne auf, und mir war klar, dass ich lieber nach Hause zurückkehren sollte, bevor Sabin aufwachte und merkte, dass ich weg war. »Wundere dich nicht, wenn ich es heute nicht zur Schule schaffe«, meint er, als er mich zur Haustür bringt. Ich seufze, der Gedanke, ohne ihn hinzugehen, ist grässlich. »Ich kann sie doch nicht hier allein lassen, nicht bevor sie sich eingewöhnt haben.« Achselzuckend deutet er mit dem Daumen über die Schulter zum Obergeschoss, wo die Zwillinge zum Glück endlich in ihren Betten schlafen. Ich nicke. Ich weiß, dass er recht hat, und ich schwöre mir innerlich, sie bald ins Sommerland zurückzubringen, bevor sie sich hier allzu häuslich einrichten. »Ich bin mir nicht sicher, ob das die Lösung ist.« Damon erahnt meine Gedanken. Ich blinzele. Mir ist nicht ganz klar, wo das hinführt. Trotzdem habe ich allmählich ein ungutes Gefühl im Bauch. »Ich habe mir gedacht...« Er legt den Kopf schief und fährt sich mit den Daumen über das stoppelige Kinn. »Sie haben eine Menge durchgemacht, haben ihr Zuhause verloren, ihre Verwandten, alles, was sie jemals gekannt haben und was ihnen lieb war. Ihr Leben ist ihnen so abrupt genommen worden, dass sie gar keine Chance hatten, es überhaupt zu leben. Sie haben eine richtige Kindheit verdient, weißt du? Einen Neuanfang in der Welt.« Ich würde gern etwas entgegnen, aber die Worte wollen einfach nicht kommen. Denn obwohl ich möchte, dass sie glücklich und geborgen und also etwas sind, was den Rest betrifft, sind wir nicht mehr auf demselben Kurs. Ich hatte einen kurzen Besuch geplant, ein paar Tage oder allerschlimmstenfalls Wochen. Nicht ein einziges Mal ist mir der Gedanke gekommen, Teil eines Ersatzelternpaares zu werden, schon gar nicht für Zwillinge, die nur ein paar Jahre jünger sind als ich. Es war ja nur ein Gedanke. Damon zuckt die Schultern. Letzten Endes liegt die Entscheidung bei Ihnen. Es ist Ihr Leben. Ich schlucke heftig. Das hier ist nichts, was sofort entschieden werden muss, sage ich mir, und strebe gerade auf mein manifestiertes Auto zu, als Damon bemerkt, »Eva, ist das dein Ernst? Ein Lamborghini?« Ich erröte und winde mich unter seinem Blick. »Ich habe etwas gebraucht, was schnell ist.« Ich zucke die Achseln und weiß, dass er mir das nicht abkauft, sobald ich sein Gesicht sehe. Die beiden hatten Angst davor, draußen zu sein, also musste ich sie schnell herschaffen. »Und musste das Ding unbedingt blitzblank und rot sein?« Kopfschüttelnd schaut er von dem Auto zu mir und lacht. Daraufhin presse ich die Lippen zusammen, schaue weg und weigere mich, noch etwas zu sagen. »Ich meine, ich hatte ja nicht vor, den Wagen zu behalten.« Sobald ich nach Hause komme und in die Einfahrt einbiege, lasse ich ihn verschwinden. Ich öffne die Tür und steige ein, und da fällt mir plötzlich ein, was ich ihn vorhin fragen wollte. Während ich die eleganten Linien seines Gesichts betrachte, erkundige ich mich. »Hey Damon, wie kommt es eigentlich, dass du so schnell die Haustür aufgemacht hast? Woher hast du gewusst, dass wir da waren?« Er sieht mich an, während das Lächeln langsam aus seinem Gesicht weicht. »Ich meine, es war 4 Uhr morgens.
Ich konnte noch nicht mal anklopfen und du warst schon da. Hast du denn nicht geschlafen? Und obwohl ein protziger roter Metallklumpen zwischen uns steht, ist es, als wäre er direkt bei mir. Sein Blick jagt mir Schauer über die Haut, als er antwortete, Eva, ich kann es immer spüren, wenn du in der Nähe bist. Nach einem langen Tag in der Schule ohne Damon springe ich ins Auto, sobald es klingelt, und mache mich auf dem Weg zu meinem Haus. Doch anstatt an der Ampel links abzubiegen, lege ich eine verbotene 180-Grad-Wendung hin. Ich rede mir ein, dass ich ihm ein bisschen Luft lassen, ihm Gelegenheit geben sollte, eine Beziehung zu den Zwillingen aufzubauen. Dabei will ich angesichts der Heldenverehrung, die die beiden Damen ihm entgegenbringen, und Rhinys krasser Feindseligkeit mir gegenüber, also, ich bin einfach noch nicht bereit, ihnen gegenüberzutreten. Ich fahre nach Laguna Beach hinein und denke mir, dass ich bei Mystics and Moonbeams hineinschauen werde, die esoterische Buchhandlung, in der Ava früher gearbeitet hat. Vielleicht kann Lina, die Besitzerin, mir helfen, eine Lösung für meine mystischen Probleme zu finden, ohne dass ich verrate, worauf genau ich aus bin. Was eine ganz schöne Leistung wäre, wenn man bedenkt, wie misstrauisch sie ist. Nachdem ich den besten Parkplatz manifestiert habe, den ich hinbekomme, und der im überfüllten Laguna Beach zufällig zwei Blocks weiter entfernt liegt, stopfe ich die Parkuhr mit Münzen voll und gehe zur Tür der Buchhandlung, nur um von einem großen roten Schild empfangen zu werden, auf dem steht, komme gleich wieder. Die Lippen zusammengepresst stehe ich davor und schaue mich nach allen Seiten um, ob mich auch ja niemand beobachtet, während ich per Gedankenkraft das Schild umdrehe und den Riegel zurückleiten lasse und die Glocke über der Tür zum Schwingen bringe, als ich hineinschlüpfe und auf die Bücherregale zustrebe. Ich genieße die Gelegenheit, auf eigene Faust zu stöbern, ohne Linas Argusaugen. Meine Finger gleiten über die langen Reihen der Bücherrücken, warten auf irgendein Signal, ein plötzliches Warmwerden, ein Jucken in den äußersten Fingerspitzen, etwas, das mich auf genau das richtige Buch aufmerksam macht. Da ich jedoch nicht fündig werde, schnappe ich mir eins dicht am Ende des Regals, schließe die Augen und presse die Hände auf die Vorder- und Rückseite, bemüht zu sehen, was es enthält. Wie bist du denn hier reingekommen? Ich fahre zusammen und stoße gegen das Regal hinter mir. Ein Stapel CDs fällt zu Boden. Verlegen stehe ich vor dem Durcheinander zu meinen Füßen. Überall liegen CD-Hüllen herum. Ein paar sind gesprungen. Hast du mich erschreckt? Dann knie ich hastig nieder, mein Herz pocht wie wild und mein Gesicht wird heiß. Ich frage mich nicht nur, wer er ist, sondern wie er es geschafft hat, sich unbemerkt an mich heranzuschleichen, wenn das eigentlich unmöglich sein sollte. Die Energie eines Sterblichen macht sich immer schon lange vor ihrer eigentlichen Gegenwart bemerkbar. Ist es also möglich, dass er nicht sterblich ist? Rasch werfe ich einen verstohlenen Blick hinüber, als er sich neben mich kniet. Sehe seine gebräunte Haut, die muskulösen Arme und die schwere Mähne aus goldbraunen Dreadlocks, die ihm über die Schulter fällt und den halben Rücken herunterreicht. Beobachte, wie er die kaputten CD-Hüllen einsammelt. Suche nach irgendeinem Zeichen, das ihn als Unsterblichen ausweist, vielleicht sogar als Abtrünnigen. Ein Gesicht, das zu vollkommen ist, ein Ouroboros-Tattoo. Doch als er mich beim Beobachten erwischt, lächelt er auf eine Art, die nicht nur hinreißende Grübchen auf beide Wangen zur Schau stellt, sondern auch Zähne, die gerade schief genug sind, um zu beweisen, dass er nicht so ist wie ich. »Alles klar?« erkundigt er sich und sieht mich mit Augen an, die so grün sind, dass ich kaum noch meinen Namen weiß. Ich nicke, komme unbeholfen auf die Beine und reibe mir die Handflächen an meiner Jeans ab. Dabei frage ich mich, wieso ich so atemlos bin, so durcheinander. Mit aller Gewalt zwinge ich die Worte zwischen meinen Lippen hindurch, als ich antworte, ja,
alles klar. Ich hänge aus Versehen noch ein nervöses Lachen an, so hoch und albern, dass ich mich innerlich krümme und mich abwende. Ich habe mich nur ein bisschen umgeschaut, füge ich hinzu, und dabei wird mir klar, dass ich wahrscheinlich eher das Recht habe, hier zu sein, als er. Rasch werfe ich einen Blick über die Schulter und stelle fest, dass er mich auf eine Art und Weise ansieht, die ich nicht zu deuten vermag. Ich hole tief Luft und straffe die Schultern. Ich glaube, die eigentliche Frage ist, wie bist du hier reingekommen? Dabei bemerke ich seine sandigen Füße und seine nasse Surfershorts, die ihm gefährlich tief auf den Hüften hängt. Bevor ich noch mehr sehen kann, schaue ich weg. Der Laden gehört mir. Er stapelt die heruntergefallenen CDs, deren Hüllen heil geblieben sind, wieder in das Regal, ehe er sich zu mir umdreht. Wirklich? Mit zusammengekniffenen Augen drehe ich mich um. Ich kenne nämlich zufällig die Besitzerin und du hast nicht die geringste Ähnlichkeit mit ihr. Er legt den Kopf schief, blinzelt mit gespielter Nachdenklichkeit und reibt sich das Kinn, als er erwidert. Echt? Die meisten Leute behaupten, wir sehen uns ähnlich. Obwohl ich zugeben muss, ich bin ganz deiner Meinung. Ich habe das selbst nie bemerkt. Du bist mit Lina verwandt? Mit offenem Mund starre ich ihn an und hoffe, dass sich meine Stimme für ihn nicht so panisch anhört wie für mich. Sie ist meine Großmutter. Wieder nickt er. Ich heiße übrigens Jude. Dabei streckt er mir die Hand entgegen, lang, gebräunt, mit offenen Fingern, die auf mich warten. Doch obwohl meine Neugier geweckt ist, kann ich das nicht tun. Trotz meines Interesses, obwohl ich mich frage, wieso ich mich in seiner Gegenwart so verwirrt und aus dem Gleichgewicht gebracht fühle, kann ich den Ansturm der Erkenntnisse nicht riskieren, den eine einzige Berührung mit sich bringt, wenn ich seelisch durcheinander bin. Ich nicke und antworte mit so einem dämlichen, peinlichen Halbwinken, während ich meinen Namen nuschele und versuche, mich nicht zu winden, als er mich mit einem seltsamen Blick ansieht und die Hand wieder sinken lässt. Also, jetzt, da das geklärt ist? Er wirft sich sein feuchtes Handtuch über die Schulter und streut dabei eine Ladung Sand durch den ganzen Raum. Möchte ich nochmal auf meine ursprüngliche Frage zurückkommen. Was machst du hier? Ich drehe mich um und täusche ein plötzliches Interesse an einem Buch über Traumdeutung vor, während ich erwidere, ich bleibe bei meiner ursprünglichen Antwort, die mich umschauen lautet, falls du es vergessen haben solltest. Umschauen ist hier drin doch bestimmt erlaubt. Ich drehe mich wieder um und begegne seinem Blick. Diese erstaunlichen, meergrünen Augen erinnern mich an ein Reklameplakat für ein tropisches Urlaubsziel. Irgendetwas daran ist so undefinierbar, erschreckend und doch sonderbar vertraut, obgleich ich mir sicher bin, dass ich ihm noch nie begegnet bin. Er lacht und schiebt sich ein Gewirr aus goldenen Dreadlocks aus dem Gesicht. Dabei wird eine Narbe sichtbar, die genau durch seine Braue verläuft. Sein Blick landet knapp zu meiner Rechten, als er sagt, »Und trotzdem, nach all den Sommerferien, die ich hier verbracht und den Kunden zugeschaut habe, wie sie sich umschauen, habe ich noch nie erlebt, dass sich jemand so umsieht wie du.« Seine Mundwinkel zucken, während seine Augen mich umgehend betrachten. Dann wende ich mich hämmerndem Herzen ab und nehme mir einen Augenblick Zeit, um mich zu fangen, ehe ich mich wieder zu ihm umdrehe. »Du hast noch nie gesehen, wie sich jemand in Rückentext angeschaut hat? Das ist ein bisschen merkwürdig, findest du nicht?« »Nicht mit geschlossenen Augen.« Er legt den Kopf schief und richtet den Blick von Neuem rechts neben mir ins Leere. Ich bin total zittrig und völlig von der Rolle. Mir ist klar, dass ich das Thema wechseln muss. Vielleicht solltest du dir lieber Gedanken darüber machen, wie ich hier reingekommen bin, statt darüber, was ich hier mache, bemerke ich und wünsche mir, ich könnte es zurücknehmen, sobald es heraus ist. Mit zusammengekniffenen Augen schaut er mich an. Ich dachte, ich hätte mal wieder die Tür offen gelassen. Willst du damit sagen, dass das nicht stimmt? Nein! Heftig schüttle ich den Kopf und hoffe, dass ihm nicht auffällt, wie heiß und rot meine Wangen werden. Nein, genau das will ich damit sagen. Du hast die Tür wirklich offen gelassen, füge ich hinzu und versuche, nicht herumzuzappeln, zu blinzeln, die Lippen zusammenzupressen oder mich sonst wie zu verraten. Sperrangelweit offen sogar, was nicht nur Energieverschwendung ist wegen der Klimaanlage, sondern auch total... Ich stocke,
Mir wird ganz komisch im Magen, als ich das Lächeln sehe, das auf seinen Lippen spielt. Du bist also eine Freundin von Lina. Wie? Er geht zur Kasse und lässt das Handtuch mit einem nassen, sandigen Plumps auf den Ladentisch fallen. Ich habe sie noch nie von dir sprechen hören. Naja, wir sind nicht direkt befreundet. Ich zucke die Schultern und hoffe, dass das nicht so verlegen aussah, wie es sich angefühlt hat. Ich meine, ich bin ihr einmal begegnet und sie hat mir dabei geholfen. Moment mal, wieso hast du das gerade so ausgedrückt? Du weißt schon, in der Vergangenheitsform. Ist Lina okay? Er nickt, nimmt auf einem Hocker Platz, greift sich eine lila Pappschachtel und fängt an, ein Bündel Quittungen durchzublättern. Sie ist auf ihren alljährlichen Erkennungstrip, sucht sich jedes Mal einen anderen Ort aus, diesmal Mexiko, versucht herauszufinden, ob die Maya recht hatten und die Welt 2012 untergeht. Wie siehst du das? Er sieht mich mit neugierigen Augen an. Sie sind beharrlich, bohren sich geradewegs in meine. Doch ich kratze mich lediglich am Arm und zucke die Achseln. Von dieser speziellen Theorie habe ich noch nie gehört und ich überlege, ob das auch für Damon und mich gilt. Werden wir dann im Schattenland enden? Oder werden wir gezwungen sein, auf einer verödeten Erde herumzustreifen, die letzten beiden Überlebenden, dafür verantwortlich, das Land wieder zu bevölkern? Bloß, Achtung, Ironie, wenn wir uns berühren, stirbt Damon. Ich schüttle den Kopf, bemüht, diesem Gedankengang zu entkommen, ehe er sich richtig festsetzen und meinen ganzen Kopf aufmischen kann. Außerdem bin ich aus einem bestimmten Grund hier und ich muss mich an den Plan halten. Also, woher kennst du sie, wenn ihr nicht direkt befreundet seid? Ich habe sie durch Ava kennengelernt, erwidere ich. Das Gefühl ihres Namens auf meinen Lippen ist mir verhasst. Er verdreht die Augen und murmelt kopfschüttelnd irgendetwas Unverständliches vor sich hin. Dann kennst du sie also? Ich sehe ihn an, gestatte es meinem Blick über sein Gesicht zu wandern, seinen Hals, seine Schultern, seine glatte, gebräunte Brust bis hinunter zum Nabel, ehe ich mich zwinge, wieder wegzuschauen. Ja, ich kenne sie. Er schiebt die Schachtel zur Seite und sein Blick trifft auf den meinen. Sie ist vor kurzem einfach verschwunden, hat sich in Luft aufgelöst, soweit ich es sagen kann. Oh, du hast ja keine Ahnung, denke ich und beobachte aufmerksam sein Gesicht. Hab bei ihr zu Hause angerufen, auf ihrem Handy, nichts. Schließlich bin ich bei ihr vorbeigefahren, um mich zu vergewissern, dass sie okay ist. Und es war Licht an. Also ist klar, dass sie mir aus dem Weg geht. Er schüttelt den Kopf. Hat mich mit einem Haufen wütender Kunden sitzen lassen, die ihre Zukunft gedeutet haben wollen. Wer hätte gedacht, dass sie sowas von unzuverlässig ist? Ja, wer hätte das gedacht? Bestimmt nicht diejenige, die blöd genug war, ihre tiefsten, finsteren Geheimnisse direkt in ihre gierigen, ausgestreckten Hände zu legen. Hab noch immer niemanden gefunden, der gut genug ist, um sie zu ersetzen. Und lass dir gesagt sein, es ist so ziemlich unmöglich, gleichzeitig Sitzungen abzuhalten und sich um den Laden zu kümmern. Deswegen bin ich ja eben kurz raus. Er zuckt die Achseln. Die Brandung ruft und ich muss mal Pause machen. Hab wohl wieder die Tür offen gelassen. Seine Augen treffen auf meine, funkelnd und tief. Und ich kann nicht sagen, ob er wirklich glaubt, dass er die Tür offen gelassen hat oder ob er mich in Verdacht hat. Doch als ich versuche, einen verstohlenen Blick in seinen Kopf zu werfen, um es herauszufinden, hält mich die Mauer zurück, die er errichtet hat, um seine Gedanken vor Leuten wie mir zu schützen. Alles, wonach ich mich richten kann, ist die leuchtend violette Aura, die ich vorher nicht gesehen habe. Ihre Farbe wallt und schimmert und lockt. Bis jetzt habe ich nur einen Haufen Bewerbungen von Amateuren. Aber ich will unbedingt meine Wochenenden wieder haben und deshalb bin ich drauf und dran, alle Namen in eine Schüssel zu schmeißen und allen zu ziehen, nur damit ich's hinter mir habe. Er schüttelt den Kopf und zeigt abermals seine Grübchen. Und obgleich ein Teil von mir nicht fassen kann, was ich zu tun im Begriff bin, treibt der andere, der praktische Teil, mich an, erkennt eine vollendete Gelegenheit, wenn sie sich bietet. Vielleicht kann ich dir ja helfen. Ich halte den Atem an, während ich auf seine Antwort warte. Doch als alles, was ich bekomme, zusammengekniffene Augen sind, begleitet von einem ganz leichten, abschätzigen Schürzen der Lippe, füge ich hinzu: Im Ernst, du brauchst mich nicht mal zu bezahlen. Seine faszinierenden grünen Augen werden noch schmaler, sind praktisch nicht mehr zu sehen,
Was ich damit meine ist, du brauchst mich nicht besonders viel zu bezahlen. Bessere ich nach, weil ich nicht als irgendein komischer, verzweifelter Freak rüberkommen, der umsonst liefert. Ich arbeite für ein bisschen mehr als einen totalen Billiglohn, aber nur, weil ich so gut bin, dass ich von den Trinkgeldern leben werde. Du kannst hell sehen. Er verschränkt die Arme, legt den Kopf zurück und mustert mich mit absolutem Unglauben. Ich richte mich auf und gebe mir Mühe, nicht von einem Bein aufs andere zu treten. Hoffe, professionell und reif zu wirken, wie jemand, dem er zutrauen kann, den Laden mit ihm zu schmeißen. Jep, nicke ich und zucke unwillkürlich zusammen. Ich bin es nicht gewohnt, jemanden meine Fähigkeiten zu offenbaren. Erst recht nicht einen Fremden. Manche Sachen weiß ich irgendwie einfach. Erkenntnisse kommen mir einfach so... ist schwer zu erklären. Er sieht mich an, hin und her gerissen. Dann richtet er den Blick wieder rechts neben mich, als er fragt, und was genau bist du dann? Ich zucke die Achseln, meine Finger spielen mit dem Reißverschluss meiner Kapuzenjacke, ziehe ihn hoch und runter, hoch und runter. Ich habe keine Ahnung, was er meint. Bist du ein Clairaudent? Ein Clairvoyant? Ein Clairsentant? Claircustance? Clairsaint? Oder Clairtonsensi? Welches von allem? Alles. Ich nicke und habe keinen Schimmer, was die Hälfte dieser Begriffe bedeuten, doch ich denke bei mir, wenn das auch nur entfernt etwas mit hellseherischen Fähigkeiten zu tun hat, dann habe ich es wahrscheinlich drauf. Aber ein Medium bist du nicht, meint er, als wäre das eine Tatsache. Ich kann Geister sehen. Ich zucke die Achseln. Aber nur die, die noch hier sind, nicht die, die schon... Ich halte inne und tue so, als würde ich mich räuspern. Mir ist klar, dass es besser ist, die Brücke, das Sommerland oder dergleichen nicht zu erwähnen. Die, die schon ins Jenseits eingetreten sind, kann ich nicht sehen. Wieder zucke ich die Achseln und hoffe, dass er nicht versucht, nachzubohren. Denn weiter bin ich nicht bereit zu gehen. Er kneift abermals die Augen zusammen und sein Blick wandert von meinem blassblonden Kopf bis hinunter zu den Nikes an meinen Füßen. Ein Blick, der meinen ganzen Körper erbeben lässt. Dann greift er unter den Ladentisch nach einem langärmeligen T-Shirt und zerrt es sich über den Kopf, ehe er mich ansieht und sagt, »Also, Eva, wenn du hier arbeiten willst, dann musst du das Vorsehen bestehen.« Jude schließt die Eingangstür ab und geht dann voraus, einen kurzen Flur entlang und in ein kleines Zimmer zur Rechten. Die Hände neben den Körper geballt, folge ich ihm, starre auf das Peace-Zeichen hinten auf seinem T-Shirt und sage mir immer wieder, dass ich ihn blitzschnell fertig machen und ihn den Tag bereuen lassen kann, an dem er sich mit mir angelegt hat, falls er irgendetwas Schräges macht. Er deutet auf einen gepolsterten Klappstuhl, der vor einem kleinen, quadratischen, mit einem blauen Tuch bedeckten Tisch steht. Dann lässt er sich mir gegenüber nieder, legt den einen nackten Fuß aufs Knie und fragt, »Also, was ist deine Spezialität?« Mit gefalteten Händen betrachte ich ihn, konzentriere mich darauf, langsam und tief zu atmen und gebe mir Mühe, mich nicht unbehaglich zu winden. »Tarotkarten? Runen? I Ching? Psychometrie?« Rasch schaue ich zur Tür hinüber, dass ich sie im Bruchteil einer Sekunde erreichen könnte, was für einige Aufregung sorgen würde, aber was soll's? »Du wirst mir doch die Zukunft voraussagen, oder?« Sein Blick hält den meinen unbeirrt fest. »Dir ist doch klar, was ich mit Vorsingen gemeint habe.« Er lacht und zeigt dabei seine Grübchen, während er seine Dreadlocks über die Schulter wirft und dann noch ein bisschen weiter lacht. Ich starre das Tischtuch an und fahre mit den Fingern über die unebene Wildseite. Hitze steigt mir in die Wangen, als ich an Damons letzte Worte denke, dass er mich immer spüren kann
und ich hoffe, dass er das nur so gesagt hat, dass er mich jetzt nicht spüren kann. Ich brauche nichts weiter, murmle ich undeutlich und will ihm noch immer nicht in die Augen sehen. Ich brauche nur kurz deine Hand zu berühren, dann kann's losgehen. Chiromantie, Handlesen. Er nickt. Nicht das, was ich erwartet hätte, aber meinetwegen. Er beugt sich zu mir vor, die Hände offen, die Handfläche nach oben gedreht und bereit. Ich schlucke schwer, sehe die tief eingegrabenen Linien, doch dort lebt die Geschichte nicht. Jedenfalls nicht für mich. Eigentlich lese ich nicht in den Handlinien, sage ich, und meine Stimme verrät meine Nervosität, während ich meinen Mut zusammenraffe, um ihn zu berühren. Es ist mehr die Energie. Ich stimme mich einfach darauf ein. Da ist die ganze Info zu finden. Er lehnt sich zurück und betrachtet mich so eingehend, dass ich seinen Blick nicht standhalten kann. Ich weiß, dass ich ihn einfach berühren, es hinter mich bringen muss. Und ich muss es jetzt gleich tun. Geht das nur mit der Hand? Er beugt und streckt die Finger. Die Schwielen auf seiner Handflächen heben und senken sich. Ich räuspere mich und frage mich, wieso ich so nervös bin. Warum ich das Gefühl habe, ich würde Damon betrügen, wenn ich doch bloß versuche, einen Job an Land zu ziehen, der meine Tante zufriedenstellt. Nein, das geht überall. Dein Ohr, deine Nase, sogar dein großer Zeh. Ist egal, ließ sich alles gleich. An die Hand kommt man einfach nur leichter ran, verstehst du? Leichter als an den großen Zeh? Er lächelt und die seegrünen Augen suchen die meinen. Ich hole tief Luft und denke, wie derb und rau seine Hände sind. Besonders im Vergleich zu Damons, dessen Hände stets fast weicher sind als meine. Und irgendwie fühlt sich das Ganze schon bei dem Gedanken daran irgendwie verkehrt an. Jetzt, da Berührungen uns verboten sind, kommt es mir schäbig, verboten, falsch vor. Auch nur mit einem anderen Typen allein zu sein. Ich strecke den Arm aus, die Augen festgeschlossen, und sage mir immer wieder, dass das hier nur ein Vorstellungsgespräch ist. Dass es wirklich keinen Grund gibt, warum ich diesen Job nicht schnell und schmerzlos kriegen könnte. Drücke die Finger in die Mitte seiner Handfläche und fühle das feste, sanfte Nachgeben seiner Haut. Erlaube seinem Energiestrom, durch mich hindurch zu fließen. So friedlich, so heiter, als warte man in ein ganz stilles Meer hinaus. So anders als der Rauch und das Kribbeln und die Hitze, die ich mittlerweile bei Damon gewohnt bin. Zumindest bis der Schrecken von Judes Lebensgeschichte Gestalt annimmt. Mit einem Ruck ziehe ich wie gestochen die Hand zurück und taste nach dem Amulett unter meinem Top. Ich bemerke seine erschrockene Miene, als ich mich beeile zu erklären. Entschuldigung, ich schüttle den Kopf, bin wütend auf mich selbst, weil ich überreagiert habe. Normalerweise würde ich das nicht tun. Normalerweise bin ich viel diskreter. Ich war nur ein bisschen überrascht. Das ist alles. Ich habe nicht damit gerechnet, etwas so... Ich verstumme. Mir ist klar, dass mein hirnrissiges Geplapper das Ganze nur noch schlimmer macht. Normalerweise verberge ich meine Reaktion viel besser, wenn ich jemanden die Zukunft voraussage. Ich nicke bekräftigend und zwinge meinen Blick dem seinem zu begegnen. Was immer ich auch sage, es wird die Tatsache nicht verbergen, dass ich kalte Füße bekommen habe, wie ein totaler Amateur. Ganz im Ernst. Ich lächle, meine Lippen dehnen sich auf eine Art und Weise, die nicht überzeugend sein kann. Ich bin das ultimative Pokerface. Wieder betrachte ich ihn und sehe, dass das nicht hinhaut. Ein Pokerface, das außerdem voller Empathie und Mitgefühl ist, stammle ich, unfähig, diesen führerlos dahinrasenden Zug anzuhalten. Ich meine, wirklich, ich bin einfach ganz voll... Ich krümme mich innerlich, während ich kopfschüttelnd meine Sachen zusammensuche, um Schluss zu machen. Jetzt wird er mich auf keinen Fall einstellen. Jude rutscht nach vorn an die Stuhlkante und beugt sich so weit zu mir herüber, dass es mir Mühe macht zu atmen. »Also, erzähl mal«, sagt er, und sein Blick ist wie eine Hand auf meinem Handgelenk, hält mich fest. »Was genau hast du denn nun gesehen?« Ich schlucke krampfhaft. Schließe einen Moment lang die Augen und lasse den Film, den ich gerade in meinem Kopf gesehen habe, noch einmal ablaufen. Die Bilder sind so deutlich, sie tanzen vor mir, als ich sage, »Du bist anders.« Ich sehe ihn an, sein Körper ist regungslos und sein Blick fest.
Sie geben keine Hinweise, ob ich richtig liege oder nicht. Aber du warst auch immer schon anders. Schon seit du ganz klein warst. Hast du sie gesehen? Ich schlucke und wende den Blick ab. Das Bild, wie er in seinem Bettchen liegt und lächelnd der Großmutter zuwinkt, die Jahre vor seiner Geburt gestorben ist und jetzt in mein Gehirn graviert. Und als... Ich stocke, will es nicht sagen, aber ich weiß, wenn ich diesen Job haben will, dann sollte ich es besser tun. Aber als dein Vater sich erschossen hat, damals, als du 10 warst, da hast du gedacht, es wäre deine Schuld gewesen. Du warst überzeugt, dein Beharren darauf, dass du deine Mutter sehen könntest, die übrigens ein Jahr zuvor gestorben war, hätte ihn irgendwie dazu getrieben. Es hat Jahre gedauert, bis du die Wahrheit akzeptiert hast und dein Vater nämlich einfach einsam und depressiv war und unbedingt wieder bei deiner Mutter sein wollte. Trotzdem zweifelst du manchmal daran. Ich sehe Jude an und bemerke, dass er nicht einmal gezuckt hat, obwohl irgendetwas in diesen abgrundtiefen, grünen Augen auf die Wahrheit hindeutet. Er hat ein paar Mal versucht, dich zu besuchen, wollte sich dafür entschuldigen, was er getan hat. Aber obwohl du ihn gespürt hast, hast du ihn abgeblockt. Du hattest es satt, ständig von deinen Klassenkameraden geärgert und von den Nonnen ausgeschimpft zu werden. Gar nicht zu reden von deinem Pflegevater, der... Ich schüttle den Kopf und will nicht weitersprechen, weiß aber, dass es sein muss. Du wolltest einfach nur normal sein, wolltest wie alle anderen behandelt werden. Ich fahre mit den Fingerspitzen über die Tischdecke, die Kehle wird mir eng. Ich weiß genau, wie es sich anfühlt, dazugehören zu wollen und doch die ganze Welt zu wissen, dass das nie wirklich klappen kann. Aber nachdem du abgehauen bist und Lina kennengelernt hast, sie ist übrigens nicht deine richtige Großmutter. Deine richtigen Großeltern sind tot. Wieder schaue ich ihn an und frage mich, ob er wohl verblüfft ist, dass ich das wusste. Doch er lässt sich nichts anmerken. Jedenfalls hat sie dich aufgenommen, hat dir zu essen gegeben und dir was zum Anziehen besorgt. Sie hat mir das Leben gerettet. Er seufzt und lehnt sich auf seinen Stuhl zurück, reibt sich mit langen, gebräunten Fingern die Augen. In mehr als einer Hinsicht. Ich wusste nicht mehr weiter. Und sie hat dich als den akzeptiert, der du wirklich bist. Ich sehe die ganze Geschichte vor mir, als wäre ich dabei. Und wer ist das? Will er wissen und sieht mich unverwandt an, die Hände auf den Knien. Wer bin ich wirklich? Ich erwidere seinen Blick und antworte, wie aus der Pistole geschossen. Jemand, der so intelligent ist, dass du die Highschool in der 10. Klasse abgeschlossen hast. Jemand mit so erstaunlichen medialen Fähigkeiten, dass du Hunderten von Menschen geholfen und sehr wenig dafür verlangt hast. Und trotzdem, trotz all dem, bist du außerdem so... Ich sehe ihn an. Seine Mundwinkel heben sich. Naja, eigentlich wollte ich faul sagen, aber ich möchte diesen Job wirklich gern haben, also sage ich lieber entspannt. Ich lache und bin erleichtert, als er mitlacht. Und wenn du die Wahl hättest, würdest du nie wieder arbeiten. Du würdest dein ganzes Leben damit verbringen, nach der einen absolut vollkommenen Welle Ausschau zu halten. Ist das eine Metapher? Fragt er mit schiefem Lächeln. In deinem Fall nicht. Ich zucke die Achseln. In deinem Fall ist das eine Tatsache. Er nickt, lehnt sich auf seinem Stuhl zurück und sieht mich auf eine Art und Weise an, die meinen Magen tanzen lässt. Dann lässt er sich wieder nach vorn kippen, die Füße auf dem Boden. Schuldig. Sehnsüchtige Augen forschen in dem meinen. Und jetzt, da es keine Geheimnisse mehr gibt, da du in die tiefsten Tiefen meiner Seelen geblickt hast, muss ich doch fragen, irgendwelche Einblicke in Sachen meine Zukunft? Vielleicht eine gewisse Blondine? Ich rücke meinen Stuhl herum und will gerade etwas sagen, als er mir glatt das Wort abschneidet. Und ich rede hier von der unmittelbaren Zukunft. So etwa Freitagabend? Wird Stacia sich jemals mit mir verabreden? Stacia? Meine Stimme kiekst, während mir die Augen praktisch aus dem Kopf springen. So viel zu dem Pokerface, mit dem ich angegeben habe. Ich sehe, wie er die Augen schließt und den Kopf schüttelt. Die langen, goldenen Dreadlocks bilden einen so hübschen Kontrast zu seiner tollen, dunklen Haut.
Anastasia Papas, alias Stacia«, erläutert er, ohne meinen Seufzer der Erleichterung mitzubekommen. »Ich bin hoch erfreut, dass es um irgendeine andere, grässliche Stacia geht und nicht um die, die ich kenne. Ich stimme mich auf die Energie ein, die ihren Namen umgibt, und weiß sofort, dass es nie dazu kommen wird, auf jeden Fall nicht so, wie er denkt.« »Willst du es wirklich wissen?«, frage ich. »Mir ist klar, dass ich ihm eine Menge vergeblicher Bemühungen ersparen könnte, indem ich es ihm jetzt gleich sage. Aber ich bezweifle, dass er die Wahrheit so dringend hören möchte, wie er behauptet.« »Ich meine, würdest du lieber abwarten und sehen, wie es läuft?« Ich sehe ihn an und hoffe, dass er zustimmt. »Wirst du das auch deinen Kunden sagen?«, erkundigt er sich ganz geschäftlich. Ich schüttle den Kopf. »Hey, wenn Sie dumm genug sind zu fragen, bin ich dumm genug, es Ihnen zu sagen.« Ich lächle. »Also ist die Frage wohl, wie dumm bist du?« Er hält inne, zögert so lange, bis ich schon befürchte, zu weit gegangen zu sein. Dann jedoch lächelt er und streckt die rechte Hand aus, während er sich von seinem Stuhl erhebt. »Dumm genug, um dich einzustellen. Jetzt weiß ich auch, warum du mir am Anfang an nicht die Hand geben wolltest.« Er drückt meine Hand ein paar Sekunden lang. »Das war eine der abgefahrensten Hellseher-Sitzungen, die ich je hatte.« »Eine der abgefahrensten?« In gespielter Empörung ziehe ich eine Braue hoch, als ich nach meiner Tasche greife und neben ihn trete. Er lacht, geht zur Tür und wirft mir einen raschen Blick zu, als er vorschlägt, »Wieso kommst du nicht morgen vorbei? Sagen wir, so gegen 10? Ich zögere. Es ist vollkommen klar, dass das nicht geht. »Was ist? Schläfst du morgens lieber lange?« »Willkommen im Club.« Jude zuckt die Schultern. »Aber glaub mir, wenn ich das schaffe, dann kannst du es auch.« »Das ist es nicht.« Ich halte inne und überlege, warum es mir so widerstrebt, es ihm zu sagen. Ich meine, jetzt, da ich den Job habe, was kümmert es mich da, was er denkt? Wartend sieht er mich an. Sein Blick addiert die Sekunden. »Es ist nur, ich habe Unterricht.« »Unterricht hört sich so viel älter an als Schule, als wäre ich auf dem College oder so etwas.« »Wo denn?« »Drüben, im Bayview«, nuschle ich und versuche, mich nicht vor Scham zu winden, als ich es laut ausspreche. »In der Highschool?« Seine Augen wären bei diesen neuen Erkenntnissen schmal. »Wow, du kannst tatsächlich hell sehen.« Ich lache und weiß, dass ich mich nervös und dämlich anhöre. »Ich mache gerade die 11. Klasse fertig«, gestehe ich schließlich. Jude sieht mich einen Moment lang an, einen zu langen Moment lang. Dann wendet er sich ab und öffnet die Tür. »Du wirkst älter«, meint er, und die Worte klingen so abgestrakt, dass ich nicht genau weiß, ob sie für mich bestimmt sind oder für ihn. »Komm vorbei, wenn du kannst. Ich zeige dir, wie die Kasse funktioniert, und noch ein paar andere Sachen.« »Du willst, dass ich verkaufe? Ich dachte, ich soll bloß Leuten die Zukunft voraussagen.« Ich bin einigermaßen überrascht zu hören, wie meine Stellenbeschreibung so rasch ausgeweitet wird. »Wenn du keine Sitzung abhältst, arbeitest du im Laden. Ist das ein Problem?« Ich schüttle den Kopf, während er mir die Tür aufhält. »Bloß eine Sache.« Ich beiße mir auf die Lippe und weiß nicht recht, wie ich weitersprechen soll. »Also eigentlich zwei. Erstens, hast du etwas dagegen, wenn ich unter einem anderen Namen arbeite? Du weißt schon, mit dem Weissagen und all dem. Ich wohne bei meiner Tante und die ist zwar total cool und so, aber sie weiß eigentlich nichts von meinen Fähigkeiten, also...« »Sei, wer du willst.« Er zuckt die Achseln. »Keine Sorge, aber ich muss anfangen, Termine zu machen. Also, wer möchtest du sein?« Ich stocke. Bis jetzt habe ich das noch gar nicht zu Ende gedacht. »Rachel, vielleicht? Nach meiner besten Freundin in Oregon. Oder etwas noch Gewöhnlicheres wie Anne oder Jenny oder so etwas. Aber da weiß ich, dass die Leute von Hellsehern immer warten, dass sie so weit von der Normalität entfernt sind, wie es nur geht. Schaue ich zum Strand hinüber und entscheide mich für das Dritte, was ich sehe. Übergehe Baum- und Basketballfeld und sage, »Avalon«. Der Klang des Namens gefällt mir auf Anhieb. »Du weißt schon, wie die Stadt auf Catalina Island.« Er nickt und folgt mir nach draußen. »Und das Zweite?« will er wissen. Ich drehe mich um
atme tief durch und hoffe, dass er zuhört, als ich antworte: Du hast etwas Besseres verdient als Dacia. Sein Blick wandert über mein Gesicht. Ganz offensichtlich hat er sich mit der Wahrheit abgefunden, auch wenn er nicht gerade überglücklich ist, sie von mir zu hören zu bekommen. Du neigst echt dazu, dich in die falschen Mädchen zu vergucken. Ich schüttle den Kopf. Das weißt du doch, oder? Ich warte auf eine Antwort, irgendeine Reaktion auf das, was ich gerade gesagt habe. Doch er zuckt lediglich die Achseln und winkt zum Abschied und sieht mir immer noch nach, als ich zu meinem Auto gehe, ohne den leisesten Schimmer zu haben, dass ich ihn hören kann, als er denkt, als ob ich das nicht wüsste. Ich bin kaum in die Einfahrt eingebogen, als er Bin mich auf meinem Handy anruft und sagt, ich soll mir heute Abend ruhig eine Pizza bestellen, weil sie länger arbeiten muss. Und obwohl ich versucht bin, ihr von meinem neuen Job zu erzählen, tue ich es nicht. Ich meine, natürlich muss ich es ihr sagen, und wenn nur, um mir den zu ersparen, den sie arrangiert hat. Aber trotzdem, ich kann ihr auf gar keinen Fall erzählen, dass ich ausgerechnet diesen Job angenommen habe. Sie wird das merkwürdig finden. Selbst wenn ich all das weglasse, von wegen, dass ich dafür bezahlt werde, die Zukunft vorauszusagen. Und glaubt mir, ich käme nicht im Traum auf die Idee, das auch nur zu erwähnen. Sie würde einen Job in einer esoterischen Buchhandlung trotzdem seltsam finden. Vielleicht sogar albern, wer weiß. Sabine ist viel zu vernünftig und zu rational, um je auf so etwas einzusteigen. Sie zieht es vor, in einer Welt zu leben, die solide und belastbar ist, die vollkommen logisch ist, im Gegensatz zur wirklichen Welt, die alles andere als das ist. Und obgleich es mir zuwider ist, sie ständig anlügen zu müssen, sehe ich nicht ein, was mir anders übrig bleibt. Sie darf auf keinen Fall die Wahrheit über mich erfahren und schon gar nicht, dass ich unter dem Decknamen Avalon anderen Menschen die Zukunft voraussagen werde. Ich sage ihr einfach, dass ich einen Job hier in der Gegend gefunden habe. Irgendetwas ganz Gewöhnliches. In einer normalen Buchhandlung vielleicht. Oder bei einem Starbucks. Und dann muss ich mir natürlich etwas ausdenken, wie ich diese Geschichte belegen kann, für den Fall, dass sie beschließt, nachzuhaken. Ich parke in die Garage und gehe die Treppen hinauf. Oben werfe ich, ohne hinzusehen, meinen Rucksack aufs Bett und gehe zum Kleiderschrank, während ich mir das T-Shirt über den Kopf zerre. Gerade will ich den Reißverschluss meiner Jeans hinunterziehen, als Damon sagt, »Beachte mich gar nicht. Ich sitze nur so rum und genieße die Aussicht.« Hastig kreuze ich die Arme vor der Brust. Mein Herz schlägt dreimal so schnell wie sonst, während Damon einen leisen, liebevollen Pfiff von sich gibt und mich anlächelt. »Ich hab dich gar nicht gesehen und übrigens auch nicht mal gespürt,« bemerke ich, während ich wieder nach meinem Top greife. »Du warst wohl zu abgelenkt.« Lächelnd klopft er neben sich aufs Bett und bekommt Lachfältchen, als ich mein T-Shirt überziehe, ehe ich mich zu ihm setze. »Was machst du hier?«, frage ich. Eigentlich interessiert mich die Antwort nicht besonders. Ich bin einfach nur froh, wieder in seiner Nähe zu sein. »Ich dachte, dass Sabine länger arbeiten muss.« »Woher?« Doch dann schüttle ich den Kopf und lache. »Natürlich weiß er es. Er kann jedermanns Gedanken lesen, einschließlich meiner, aber nur, wenn ich es will. Und obwohl ich normalerweise meinen Schutzschild nicht hochfahre und ihm meine Gedanken zugänglich mache, geht das im Augenblick nicht. Ich habe das Gefühl, ich muss es ihm erklären, ihm meine Seite der Geschichte erzählen, bevor er in meinem Kopf schauen und seine eigenen Schlüsse ziehen kann. Und da du nach der Schule nicht vorbeigekommen bist?« Er beugt sich zu mir herüber. »Ich wollte dir ein bisschen Zeit mit den Zwillingen lassen.« Ich ziehe mir ein Kissen auf den Bauch und fingere an den Saum herum. »Du weißt schon, damit ihr euch daran gewöhnen könnt, zusammen zu sein
und all sowas. Mir ist klar, dass er mir das nicht abkauft, nicht eine Sekunde lang. Oh, wir sind durchaus aneinander gewöhnt. Er lacht. Das versichere ich dir. Dann schüttelt er den Kopf. Das war vielleicht ein Tag, sehr umtriebig und sehr interessant, mangels eines besseren Wortes. Aber du hast uns gefehlt. Er lächelt und sein Blick gleitet über mein Haar, mein Gesicht, meine Lippen, wie ein süßer, langer Kuss. Es wäre so viel schöner gewesen, wenn du dabei gewesen wärst. Ich schaue weg und bezweifle, dass auch nur irgendetwas davon im Mindesten wahr ist. Na, klar doch, brumme ich vor mich hin. Er berührt mein Kinn, dreht mein Gesicht zu sich herum. Betroffenheit malt sich auf seinen Zügen. Hey, was ist denn los? Ich presse die Lippen zusammen und schaue weg, quetsche das Kissen so fest zusammen, dass es zu platzen droht, und wünsche mir, ich hätte nichts gesagt. Jetzt muss ich es erklären. Ich bin einfach nicht sicher, ob die Zwillinge damit einverstanden wären. Ich zucke die Schultern. Die geben mir ja so ziemlich an allem die Schuld. Und es ist ja auch nicht so, als wenn da nicht was dran wäre. Ich meine... Doch ehe ich den Satz vollenden kann, fällt mir etwas auf. Damon berührt mich. Berührt mich wie in... Fasst mich an. Wirklich. Kein Handschuh, keine telepathische Umarmung, einfach nur guter, altmodischer Hautkontakt. Oder zumindest beinahe Kontakt. Wie machst du? Ich sehe ihn an und seine Augen leuchten vor Lachen, als er sieht, wie ich seine nackte, unbehandschuhte Hand anstarre. Schön? Er lächelt, packt meinen Arm und hebt ihn hoch. Und wir sehen beide, wie der dünne Energieschleier, das Einzige, was meine Haut von seiner trennt, zwischen uns pulsiert. Ich habe den ganzen Tag daran gearbeitet. Nichts wird mich von dir fernhalten, Eva. Nichts. Sein Blick fängt den meinen ein. Ich sehe ihn an und in meinem Verstand überschlagen sich die Möglichkeiten, was das hier bedeuten könnte. Ich genieße das beinahe Gefühl seiner Haut, nur durch eine hauchdünne Schicht pure, vibrierende Energie getrennt, unsichtbar für jeden außer uns. Und obgleich das den üblichen Kribbeln und Hitzewall ein wenig abmildert, und obgleich es sich niemals mit einer echten Berührung vergleichen ließe, fehlt er mir so sehr, einfach nur das Zusammensein mit ihm, dass ich nehme, was ich kriegen kann. Ich lehne mich an ihn und sehe, wie sich der Schleier ausdehnt, bis er von unseren Köpfen bis zu den Füßen reicht. Uns erlaubt, so beieinander zu liegen wie früher, oder zumindest fast wie früher. Viel besser. Ich lächle und meine Hände wandern über sein Gesicht, seine Arme, seine Brust. Ganz zu schweigen davon, dass das hier sehr viel weniger peinlich ist als der Handschuh. Peinlich? Er fährt zurück und sieht mich an. Gespielte Entrüstung malt sich auf seinen Zügen. Komm schon, lache ich. Sogar du musst zugeben, dass das der totale Modelapsus war. Ich dachte, Miles kriegt jedes Mal einen Krampfanfall, wenn er das Ding gesehen hat. Tief atme ich seinen wunderbaren, warmen, würzigen Geruch ein, während ich mein Gesicht in seinen Hals wühle. Also, wie hast du das gemacht? Meine Lippen streifen seine Haut, sehnen sich danach, auch noch den letzten Zentimeter von ihm zu kosten. Wie hast du die Magie des Sommerlandes eingefangen und sie hierher geschafft? Mit dem Sommerland hat das überhaupt nichts zu tun, flüstert er, und seine Lippen berühren die Wölbung meiner Ohrmuschel. Das ist einfach nur die Zauberkraft der Energie. Außerdem solltest du inzwischen wissen, dass fast alles, was man dort tun kann, auch hier möglich ist. Ich sehe ihn an und denke an Ava, an all den kunstvollen Goldschmuck und die Designerklamotten, die sie dort manifestiert hat, und daran, wie enttäuscht sie war, als das alles die Heimreise nicht überstanden hat. Doch bevor ich das anbringen kann, sagt er, obwohl es stimmt, dass Dinge, die dort manifestiert worden sind, nicht hierher übertragen werden können. Doch wenn man versteht, wie die Magie funktioniert, wenn man wirklich kapiert, dass alles in Wirklichkeit bloß aus Energie besteht, dann gibt es keinen Grund, warum man nicht in der Lage sein sollte, dasselbe hier zu manifestieren. Wie deinen Lamborghini zum Beispiel. Den würde ich ja nun nicht gerade als meinen Lamborghini bezeichnen. Wende ich mit tiefroten Wangen ein, obwohl es noch gar nicht so lange her ist, dass er selbst auf außergewöhnliche Autos gestanden hat.
sobald ich mit dem Ding fertig war, habe ich es sofort zurückgeschickt. Ich meine, ich habe ihn schließlich nicht behalten.« Er lächelt, vergräbt die Hand in meinem Haar und lässt die Spitzen zwischen den Fingern hindurchgleiten. »Wenn ich nicht gerade Sachen für die Zwillinge manifestiert habe, habe ich das hier immer weiter verfeinert.« »Was denn für Sachen?« Erkundige ich mich und ändere meine Haltung ein wenig, damit ich ihn besser sehen kann. Augenblicklich bin ich durch den Anblick seiner Lippen abgelenkt, erinnere mich daran, wie warm und salig sie sich einmal auf meinen angefühlt haben, und ich überlege, ob der Energieschild uns wohl gestatten wird, das wieder zu erleben. »Alles angefangen hat alles mit dem Flachbildfernseher.« Damon seufzt. »Oder vielmehr mit zwei Flachbildfernsehern. Am Schluss wollten sie nämlich jede einen für ihr Zimmer haben und außerdem noch zwei für ihr gemeinsames Wohnzimmer. Und kaum hatte ich die Dinge angeschlossen und alles hat funktioniert, haben sie sich davor gesetzt und keine 5 Minuten später gab es jede Menge Sachen, ohne die sie unmöglich leben konnten. Ich blinzel überrascht, denn im Sommerland schienen sich die Zwillinge nie besonders viel aus materiellen Dingen zu machen. Aber vielleicht liegt es daran, dass materielle Dinge dazu neigen, einen Großteil ihres Wertes zu verlieren, wenn man alles manifestieren kann, was man will. Der Verlust ihrer Magie hat sie wohl genauso werden lassen wie alle anderen. Man sehnt sich nach allem, was außer Reichweite ist. Glaub mir, die beiden sind der Traum eines jeden Werbefachmanns. Lächelnd schüttelt er den Kopf. Passen genau in die heiß umkämpfte Jugendzielgruppe zwischen 13 und 30. Abgesehen von der Tatsache, dass du nichts von all dem Zeug gekauft hast, oder? Du hast die Augen geschlossen und sie heraufbeschworen. Das ist ja wohl kaum dasselbe, als wenn man in ein Geschäft geht und das Ganze mit seiner Kreditkarte bezahlt. Hast du überhaupt eine Kreditkarte? Brauche ich nicht. Er lacht und seine Finger huschen über meinen Nasenrücken, ehe seine Lippen die Spitze berühren. Aber obwohl ich nicht losgezogen bin und all den Kram gekauft habe, wie du so großzügig festgestellt hast. Er lächelt. Macht das die Werbung nicht weniger effektiv, was ich eigentlich damit sagen wollte. Ich löse mich von ihm und weiß, er erwartet, dass ich lache oder irgendetwas Fröhliches antworte. Doch ich kann nicht. Und obgleich ich ihn nur höchst ungern enttäusche, schüttle ich trotzdem den Kopf und sage, so oder so, du musst aufpassen. Du solltest sie nicht so verwöhnen oder es ihnen so gemütlich machen, dass sie gar nicht mehr weg wollen. Er blinzelt mich an, versteht eindeutig nicht, was ich meine. Also erkläre ich hastig. Was ich meine ist, du darfst nicht vergessen, es ist nur eine Übergangslösung, dass sie bei dir wohnen. Unser eigentliches Ziel ist, für sie zu sorgen, bis wir ihre Magie wieder auf die Reihe kriegen und wir sie ins Sommerland zurückbringen können, wo sie hingehören. Er rollt sich auf den Rücken und starrt an die Decke. Dann wendet er mir das Gesicht zu. Was das angeht. Mein Magen sackt ganz leicht weg. Ich habe nachgedacht. Er kneift die Augen zusammen. Wer kann eigentlich genau sagen, ob sie ins Sommerland gehören? Ich schrecke zurück. Widerworte liegen mir bereits auf den Lippen, als er den Finger hebt und ihnen Einhalt gebietet. Eva, was die Frage betrifft, ob sie zurückkehren oder nicht. Also, meinst du nicht, dass das etwas ist, was sie selbst entscheiden sollten? Ich bin nicht sicher, ob wir diejenigen sind, die diese Beschlüsse fassen sollten. Aber wir beschließen doch gar nichts. Meine Stimme ist schrill und zittrig. Das wollen sie doch. Oder wenigstens haben sie das gestern Nacht gesagt, als ich sie gefunden habe. Sie waren wütend auf mich, haben gesagt, ich wäre schuld daran, dass sie ihre Magie verloren haben, dass sie hier festsitzen, oder zumindest hat Rainy das gesagt. Romy war... Naja, eben Romy. Ich zucke die Schultern. Aber trotzdem, willst du mir erzählen, das hat sich geändert? Er schließt einen Moment lang die Augen, ehe er den Blick wieder fest auf die meinen heftet. Ich bin mir gar nicht sicher, ob sie im Augenblick überhaupt wissen, was sie wollen, sagt er. Sie sind ein bisschen überwältigt von all den Möglichkeiten, hier zu sein. Und gleichzeitig haben sie zu viel Angst, um auch nur das Haus zu verlassen. Ich glaube, wir sollten ihnen ein wenig Zeit lassen und aufgeschlossen dafür sein, dass sie vielleicht ein bisschen länger bleiben als geplant. Oder zumindest, bis sie sich ganz eingewöhnt haben und besser selbst entscheiden können. Außerdem bin ich ihnen da schuldig. Das ist das Mindeste, das ich tun kann. Vergiss nicht, sie haben mir geholfen, dich zu finden.
Ich wende den Blick ab, bin hin und her gerissen. Einerseits will ich das Beste für die Zwillinge. Andererseits mache ich mir Sorgen, wie sich das auf Damon und mich auswirken wird. Ich meine, sie sind noch nicht mal einen Tag hier und schon jetzt trauere ich, weil ich nicht mehr so einfach Zugang zu ihm habe. Und das ist eine totale egoistische Art und Weise, Menschen zu betrachten, die Not sind. Trotzdem glaube ich, man braucht kein Hellseher zu sein, um zu wissen, dass Damon und ich gewaltig eingeschränkt sein werden, wenn die beiden hier bleiben und bei allem möglichen Hilfe brauchen. Seid ihr euch da das erste Mal begegnet? Im Sommerland? Frage ich. Ich glaube, mich zu erinnern, wie Rhyney irgendetwas davon gesagt hat, dass Damon ihnen geholfen hat, nicht umgekehrt. Damons Blick hält meinen fest, als er den Kopf schüttelt und erwidert: Nein, da habe ich sie nur seit langer Zeit zum ersten Mal wieder getroffen. Wir kennen uns eigentlich schon sehr lange, seit Salem. Mir klappt die Kinnlade herunter. Ich sehe ihn an und frage mich, ob er wohl während der Prozesse dort war. Doch er belehrt mich rasch eines Besseren. Das war kurz bevor all der Ärger losging und ich war nur auf der Durchreise. Die beiden hatten irgendetwas angestellt und haben nicht mehr nach Hause gefunden. Also habe ich sie in meiner Kutsche mitgenommen und ihre Tante hat es nie erfahren. Er lacht. Und ich will gerade irgendeinen miesen Kommentar abgeben. Irgendetwas in der Richtung, dass er sie von Anfang an verhätschelt hat, als er sagt: Die beiden hatten ein außergewöhnliches, schweres Leben. Sie haben in sehr jungen Jahren alles verloren, was sie geliebt und gekannt hatten. Das kannst du doch sicher nachempfinden. Ich kann's auf jeden Fall. Ich seufze und komme mir klein und egoistisch vor und schäme mich, dass ich überhaupt daran erinnert werden muss. Entschlossen, mich auf die praktische Seite der Dinge zu beschränken, frage ich: Aber wer soll sie erziehen? Ich hoffe, dass es den Anschein hat, als würde ich mir viel weniger um mich Gedanken machen und viel mehr um sie. Ich meine, bei all ihrer totalen Absonderlichkeiten, gar nicht zu reden von ihrer völlig bizarren Lebensgeschichte, wo sollen sie denn hin? Wer könnte für sie sorgen? Wir werden für sie sorgen. Damon rollt sich auf die Seite, sodass ich ihn wieder ansehen muss. Du und ich. Zusammen. Wir sind die Einzigen, die das können. Ich seufze. Ich will mich abwenden, doch die Wärme seines allumfassenden Blicks zieht mich an. Ich weiß nicht genau, ob wir als Eltern geeignet sind. Meine Hand wandert über seine Schulter, verirrt sich im Gewirr seines Haares. Oder als Vorbild, oder als Vormund, oder irgend sowas. Wir sind doch zu jung, füge ich hinzu. Ich finde, dass das ein gutes, stimmiges Argument ist und rechne mit jeder anderen Reaktion als dem schallenden Gelächter, das ich zu hören bekomme. Zu jung? Damon schüttelt den Kopf. Du vielleicht. Weißt du, ich bin wirklich schon seit einer ganzen Weile hier zugange. Reichlich lang genug, um ein angemessener Vormund für die Zwillinge zu sein. Außerdem, fragt er lächelnd, wie schwer kann das schon sein? Ich schließe die Augen und denke an meine dürftigen Versuche, Rhyney sowohl in Menschen als auch in Geistergestalt anzuleiten und daran, wie jämmerlich ich dabei versagt habe. Und um ehrlich zu sein, bin ich mir nicht sicher, ob ich das nochmal schaffe. Du hast ja keine Ahnung, auf was du dich da einlässt, entgegne ich. Du kannst dir nicht mal annähernd vorstellen, was das heißt, zwei willensstarke, 13-jährige Mädchen zu betreuen. Das ist wie ein Sack Flöhe hüten. Völlig unmöglich. Eva. Seine Stimme ist leise, schmeichelnd, entschlossen, meine Bedenken zu zerstreuen und all die dunklen Wolken zu verjagen. Ich weiß, was dir wirklich zu schaffen macht. Glaub mir. Aber es sind doch nur noch 5 Jahre, bis sie 18 werden. Dann müssen sie selbst für sich sorgen und in die Welt ziehen. Und dann haben wir die Freiheit zu tun, was wir wollen. Was sind schon 5 Jahre, wenn wir die ganze Ewigkeit haben? Doch ich schüttle abermals den Kopf, will mich nicht überreden lassen. Wenn sie losziehen, erwidere ich. Wenn. Glaub mir, es gibt jede Menge Kids, die noch sehr viel länger zu Hause rumhängen. Ja, aber der Unterschied ist, du und ich werden das nicht zulassen. Er lächelt und seine Augen flehen mich praktisch an, nicht mehr so ernst zu sein und auch zu lächeln. Ich werde sie alles an Magie lernen, was sie brauchen, um unabhängig zu werden und allein zurechtzukommen. Dann schicken wir sie in die Welt hinaus, wünschen ihnen alles Gute und gehen allein irgendwohin.
und die Art und Weise, wie er mir in die Augen sieht und mir übers Haar streicht, macht es unmöglich, weiter sauer zu sein. Unmöglich, noch mehr Zeit mit einem Thema wie diesem zu verwenden, wenn mein Körper dem seinen so nahe ist. 5 Jahre sind gar nichts, wenn man schon 600 gelebt hat, meint er, die Lippen auf meiner Wange, an meinem Hals, meinem Ohr. Ich kuschele mich dichter an ihn, ungeachtet der Tatsache, dass meine Perspektive da ein bisschen anders ist als seine. Nachdem ich nie mehr als 2 Dekaden in ein und derselben Inkarnation verbracht habe, kommen mir 5 Jahre Zwillinge-Zitten wie eine Ewigkeit vor. Er zieht mich an sich, die Arme fest um mich geschlungen, und tröstet mich auf eine Weise, die von mir aus ewig dauern könnte. »Sind wir uns einig?« flüstert er. »Können wir das Thema abhaken?« Ich nicke und drücke meinen Körper fest an seinen, brauche keine Worte. Das Einzige, was ich jetzt will, das Einzige, was dafür sorgen kann, dass ich mich besser fühle, ist die tröstliche Berührung seiner Lippen. Ich lege mich auf ihn, passe mich dem Bogen seiner Brust an, der Kuhle seines Leibes, der Wölbung nahe den Hüften. Herzenschlagen voll Ende der Kadenz sind sich vage eines dünnen Schleiers aus pulsierender Energie zwischen uns bewusst. Als ich den Mund auf seinen herabsenke, dränge, schmiege, presse, Wochen des Sehnens steigen an die Oberfläche, bis ich nur noch meinen Körper mit dem seinen durchtränken möchte. Er stöhnt, ein leiser, urtümlicher Laut, der tief aus seinem Inneren kommt. Seine Hände umklammern meine Taille, ziehen mich näher, bis nichts mehr zwischen uns ist als 2 Lagen Kleidungsstücke, derer es sich zu entledigen gilt. Ich hantiere an seiner Hose, während er an meinem T-Shirt zerrt. Unser Atem trifft in kurzen, unregelmäßigen Stößen aufeinander, während unsere Finger sich eilen, so sehr sie können, unfähig, ihre Aufgabe schnell genug zu meistern, um unser Verlangen zu stillen. Und gerade als ich seine Jeans aufgeknöpft habe und anfange, sie herunterzuziehen, merke ich, dass wir uns so nahe sind, dass der Energieschild verdrängt worden ist. »Damon«, keuche ich und sehe, wie er vom Bett springt. Sein Atem geht so schwer und schnell, dass seine Worte ganz abgehakt klingen. »Eva, ich...« Er schüttelt den Kopf. »Entschuldige, ich dachte, es wäre sicher. Mir war nicht klar.« Ich greife nach meinem T-Shirt und ziehe es an. Meine Wangen brennen, mein Inneres steht in Flammen. Ich weiß, dass er recht hat. Wir dürfen dieses Risiko nicht eingehen, können es uns nicht leisten, uns so zu verheddern. »Es tut mir leid. Ich glaube, vielleicht habe ich den Schild weggedrückt und...« Beschämt senke ich den Kopf, lasse mir das Haar ins Gesicht fallen. Ich komme mir winzig vor, als würde ich streng geprüft. Bestimmt war es meine Schuld. Die Matratze senkt sich, als er sich zu mir setzt, und der Energieschleier ist vollkommen wiederhergestellt, als er mein Kinn anhebt, damit ich ihn ansehe. »Es ist nicht deine Schuld. Ich habe mich nicht mehr konzentriert. Ich war so sehr mit dir beschäftigt, dass ich den Schild nicht halten konnte.« »Ist schon okay. Wirklich?« beteure ich. »Nein, ist es nicht. Ich bin älter als du. Ich sollte mehr Kontrolle darüber haben.« Mit zusammengepresstem Kiefer starrt er die Wand an. Plötzlich werden seine Augen schmal und er wendet sich wieder zu mir um. »Eva, woher wollen wir wissen, ob das überhaupt stimmt?« Ich blinzle und habe keine Ahnung, was er meint. »Was haben wir denn für Beweise? Woher wissen wir, dass Roman nicht einfach nur mit uns spielt, sich ein bisschen auf unsere Kosten amüsiert?« Ich hole tief Luft und zucke die Achseln. Mir ist klar, dass ich überhaupt keine Beweise habe. Mein Blick begegnet dem seinen, als ich im Geiste die Szene an jenem Tag noch einmal ablaufen lasse, bis ganz zum Ende, als ich der Mischung mein Blut beifüge und sie Damon zu trinken gebe. Und ich begreife, dass der einzige Beweis, den ich habe, Romans höchst unzuverlässige Aussage ist. Wer sagt, dass da überhaupt was dran ist? Damons Augen werden groß, als eine Idee langsam Gestalt annimmt. Roman ist ein Lügner. Wir haben keinen Grund, ihm zu vertrauen. Ja, aber wir können es doch nicht einfach ausprobieren. Ich meine, was ist, wenn das Ganze kein Riesenspiel ist, wenn es nun doch stimmt? Das können wir doch nicht riskieren, oder? Damon lächelt, steht vom Bett auf und geht zu meinem Schreibtisch,
wo er die Augen schließt und eine große weiße Kerze in einem kunstvoll gearbeiteten goldenen Kerzenhalter manifestiert und außerdem noch einen scharfen Silberdolch mit glatter, spitzer Klinge und juwelenbesetztem Griff sowie einen goldgerahmten Spiegel, den er neben die beiden anderen Gegenstände legt. Dann bedeutet er mir, zu ihm zu kommen und meint, normalerweise würde ich ja sagen, Ladies first, aber in diesem Fall. Er hält die Hand über den Spiegel und hebt das Messer, setzt die Spitze auf seine Handfläche und zieht die Wölbung seiner Lebenslinie nach. Dann sieht er zu, wie sein Blut auf das Glas fließt, zusammenläuft und zu gerinnen beginnt, ehe er die Augen schließt und die Kerze anzündet. Die Wunde ist bereits verheilt, als er die Klinge durch die Flammen zieht. Sie reinigt, ehe er mir den Dolch reicht und mich drängt, es ihm gleich zu tun. Ich beuge mich zu ihm hinüber und atme tief ein, als ich rasch meine Haut durchtrenne. Zuerst zucke ich bei dem scharfen Schmerz zusammen, dann schaue ich fasziniert zu, wie das Blut aus meiner Handfläche quillt und auf den Spiegel fließt, wo es langsam auf Damons Blut zukriecht. Zusammen stehen wir da, die Körper regungslos, und sehen zu, wie sich die beiden tiefroten Kleckse berühren, sich vermischen, sich verbinden. Die vollendete Verkörperung unserer jeweiligen genetischen Zusammensetzung, die zu einer verschmelzen. Genau das, wovor Roman uns gewarnt hat. Und wir warten darauf, dass irgendetwas passiert, auf irgendeine katastrophale Strafe für das, was wir beide getan haben. Doch nichts geschieht. Überhaupt nichts. Also, ich glaub's nicht, stößt Damon hervor und sein Blick begegnet dem meinen. Es ist alles in Ordnung. Vollkommen. Jeder Funkenflug schneidet ihm das Wort ab, als unser beider Blut zu kochen beginnt. Solche Hitze erzeugt, dass eine riesige Rauchwolke von dem Spiegel emporschießt und die Luft erfüllt. Es knistert und brodelt, bis das Blut vollständig verdampft und nur eine hauchdünne Schicht Staub auf dem ausgebrannten Spiegel zurückbleibt. Genau das, was mit Damon geschehen wird, sollte unsere DNS jemals aufeinandertreffen. Mit offenem Mund stehen wir sprachlos da, aber Worte sind nicht mehr notwendig. Die Bedeutung ist offenkundig. Roman spielt keine Spielchen. Seine Warnung war echt. Damon und ich können niemals zusammen sein. Es sei denn, ich bezahle seinen Preis. Na schön. Damon nickt und gibt sich große Mühe, gelassen zu wirken, obwohl seine Miene eindeutige Bestürzung ausdrückt. Roman ist wohl nicht mal annähernd der Lügner, den ich ihn genannt habe. Zumindest nicht in diesem Fall. Was auch bedeutet, dass er das Gegenmittel hat und jetzt brauche ich nur... Doch ich kann nicht einmal den Satz vollenden, ehe Damon mir ins Wort fällt. Eva, bitte, fang gar nicht erst davon an. Tu mir einfach einen Gefallen und halte dich von Roman fern. Er ist gefährlich und labil und ich will dich nicht in seiner Nähe wissen, okay? Lass. Kopfschüttelnd fährt er sich mit der Hand durchs Haar. Er will nicht, dass ich merke, wie betroffen er in Wahrheit ist und strebt auf die Tür zu, während er sagt, lass mir einfach ein bisschen Zeit, das alles auf die Reihe zu kriegen. Ich finde schon eine Möglichkeit. Er sieht mich an, so erschüttert von den Ereignissen, dass er entschlossen ist, auf Abstand zu mir zu gehen. Statt eines Kusses manifestiert er eine rote Tulpe in meine frisch verheilte Hand, ehe er die Treppen hinuntergeht und das Haus verlässt.